Willkommen bei Empire. Heute möchte ich euch zeigen, wie man bei dem neuen Starline Bluetooth Transponder die Batterie wechseln kann, wenn sie mal leer ist. Zu dem alten Bluetooth Transponder, hier dem hier rechts, gibt es ja bereits schon ein Video, findet ihr bei uns auf unserem YouTube-Kanal. Am besten nehmt ihr immer eine neue Batterie und es sollte eine Markenbatterie sein. Einfach aus dem Grund, weil die Markenbatterien eigentlich deutlich länger halten und zuverlässiger sind. Sollte eine 2032 Knopfzelle sein. So, wie man das Gehäuse öffnet, hier unten findet ihr so eine kleine Einkerbung. Da könnt ihr einfach dann mit dem Nagel rein und dann einmal um das Gehäuse fahren. Und schon ist es auch offen. Dann nehmen wir die alte Batterie raus. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich habe schon mal eine neue Batterie ausgepackt. Dann legen wir die wieder in die Fassung. Machen das Gehäuse einmal vorsichtig zu. Prüfen anhand der LED, dass die Batterie richtig eingelegt ist. Der Handsender hier braucht nicht mehr neu angelernt werden, sondern funktioniert direkt wieder wie gewohnt. Das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal.